Ich erlebe oft Menschen, die sagen, das kann ich nicht ändern, ich kann das nicht, ich bin nicht gut genug. Wir müssen jedes Mal aufpassen, wenn wir so sprechen, wenn wir so denken, weil unsere Gedanken formen unsere Welt. Wenn ich sage, ich kann etwas nicht ändern, ich kann nicht anders, dann vergessen wir, dass es nicht wirklich ich ist, worüber wir reden. Ein Teil von uns glaubt, etwas nicht verändern zu können. Ein Teil von uns glaubt, nicht aufhören mit dem Rauchen, nicht aufhören mit dem Trinken, in eine Beziehung zu stecken, wo man nicht rauskommen kann und so weiter. Es ist immer nur ein Teil von uns. Als Beispiel, wenn man aufhören mit dem Rauchen will, ein Teil von uns will aufhören mit dem Rauchen und irgendwo ein Teil von uns will es nicht. Aber diesen Teil von uns, der nicht aufhören möchte, der ist nicht einfach böse und gemein zu uns, der ist aus gewissen Gründen da. Er ist da, weil es einfach was schützen möchte. Also etwas in uns denkt, wenn ich aufhöre mit dem Rauchen, dann, wer weiß, was passiert. Und da ich das Rauchen kenne, da ich diese Gewohnheit kenne, da ich dieses Ritual habe, dann ist es etwas sicher. So, es gibt Teile in uns, die immer eine gewisse Sicherheit suchen, die uns versuchen zu schützen vor Unsicherheit. Weil Unsicherheit bedeutet vielleicht Schmerz. Ein Schmerz, den wir nicht mehr erleben wollen. Ein Schmerz, den wir vielleicht schon mal erlebt haben. Alles, was neu, alles, was uns aus der Komfortzone bringt, könnte eventuell gefährlich sein. Weil die Komfortzone kennen wir. So, wenn wir sagen, ich kann das nicht, dann beeinflussen wir uns, weil wir denken, ich, mein komplettes Ich kann das nicht. Aber das stimmt nicht. Das ist nur ein Teil von uns. Wir müssen versuchen, mit uns selbst oder während wir mit anderen reden, genau zu definieren, was passiert. Also, du willst etwas nicht ändern. Ich sage, ein Teil von dir will etwas nicht ändern, aber ein Teil von dir will das ändern, sonst wärst du gar nicht hier, sonst würdest du nicht mal dieses Video schauen. So, ein Teil von dir möchte etwas nicht ändern. Warum will das nicht verändern? Was genau hast du davon, wenn du das nicht veränderst? Was gibt dir für ein Gefühl, wenn du das nicht veränderst? Und wenn du jetzt diese zwei Teile in dir, eine will fast verändern, eine nicht, wie jetzt mein Kopf zwischen diese zwei Hände, was ist, was du willst, was du wirklich willst, unabhängig von diesen zwei Teilen? Weil ein Teil von dir will dich schützen, ein Teil von dir will dich auch schützen. Ein Teil von dir will nicht mehr rauchen, ein Teil von dir will weiter rauchen. Beide wollen dich schützen. Eine will nicht mehr rauchen, dich befreien. Ein Teil will weiter rauchen, dich schützen. Also beide wollen, dass es dir gut geht. In diese Richtung oder in diese Richtung. Aber was willst du wirklich? Was willst du wirklich zwischen diese zwei Teile? Und oft haben wir viele Teile in uns, die wirklich so durcheinander sind, obwohl wir gar nicht genau wissen. Ein Teil von uns will sich von jemandem oder etwas trennen, ein Teil von uns will das auf gar keinen Fall. So, wir mussten wirklich uns fragen, was habe ich davon, wenn ich diesen einen Teil folge oder wenn ich diesen einen Teil folge? Und was will ich zwischen diese Teile? Viele, viele Teile, kann alles Mögliche sein. Weil diese Teile sind entstanden in einer Zeit, wo es vielleicht in der Zeit notwendig war, sich zu schützen. Das ist genau wie diese Geschichte. Im Zweiten Weltkrieg gab es eine japanische Insel, wo manche Soldaten zwar erfahren haben, dass der Krieg vorbei ist, die haben Flugblätter bekommen, in dem es stand, dass der Krieg vorbei ist, aber sie dachten, es wäre eine Masche des Feindes und so haben sie sich weiter versteckt und gekämpft. Es waren einige von diesen Japanern, die sich so versteckt haben, aber einen davon haben sie nach 30 Jahren rausholen können aus seinem Versteck und ihm sagen können, hey, der Krieg ist vorbei. Aber er dachte nur die ganze Zeit, er schützt sein Land. Und genauso gewisse Teile in dir, die irgendwann entstanden sind, in deiner Vergangenheit, in deiner Kindheit, als du Teenager warst, wann auch immer, auch vor kurzem vielleicht, wollen dich nur schützen, ja, und kämpfen immer noch mit den alten Waffen, die du jetzt aber nicht mehr brauchst. Es ist so, als ob etwas in dir jetzt gehen würde und sagen würde, der Krieg ist vorbei. Der Krieg ist vorbei. So diesen Teil, der sagt, Vorsicht, Vorsicht, bloß etwas nicht aufhören, bloß etwas nicht loslassen, der sich so festhält. Der Krieg ist vorbei, lass die Waffen, lass alles fallen. Ist alles gut. Jetzt gucken wir, wie wir diese Energie umwandeln in etwas, was heute viel wichtiger ist. Du selbst.